Lux nord lux eurasischer lux an ehemals tiere selten zi seltsam kennt sie otter de seltsam kennt sie der eurasische lux oder nord lux, lynx lynx, ist eine in Eurasien verbreitete Art der Luchse. Im GGZ Gulden SGAD so GDZ ESS Gulden SC Gulden IT Gulden SGGSG Gulden G, ob sie des GGZ GG Wolf ist diese Katze das größte Raubtier, das in Europa heimisch ist. Ähnlich wie Braunbär und Wolf war auch der eurasische Luchs über viele Jahrzehnte starker Verfolgung ausgesetzt. Nachdem die Art durch gezielte Ausrottungsmaßnahmen aus Westeuropa verschwunden war, wanderten die Wildkatzen ab etwa 1950 aus angrenzenden Siedlungsgebieten wieder ein und wurden auch gezielt wieder angesiedelt. Heute sind unter anderem die Alpen, der Jura, die Vogesen, der Harz, das Fichtelgebirge, der Bayerische Wald und der Spessart eins von Luchsen besiedelt. In vereinzelten Gebieten erreicht der Luchs sogar wieder seine maximale Siedlungsdichte. Eurasischer Luchs mit einer Kopfrumpflänge zwischen 80 und 120 cm und einer Schulterhöhe von 50 bis 70 cm ist der Luchs die größte Katze Europas. Die Rückenlänge ohne Kopf und Hals entspricht der Schulterhöhe, so dass der Körperbau quadratisch wirkt, zwar die Vorderbeine sind um 20% kürzer als die Hinterbeine. Die Pranken sind groß und verhindern im Winter, dass der Luchs tief im Schnee einsinkt. Die Trittspuren, die der Luchs hinterlässt, sind mit einer Breite von 5 bis 7 cm für die Vorderpranke und 4 bis 6 cm für die Hinterpranke etwa dreimal größer als die einer Hauskatze. Die Schrittlänge liegt zwischen 40 und 100 cm und kann bei sprintenden Luchsen bis zu 150 cm betragen. 3 Anders als bei Fuchs oder Hund fehlen bei Luchsfährten Krallenabdrücke, da die Krallen während des Laufens in die Hautaschen zurückgezogen werden. YS GUGZ ETZ GUGI USES GZES GULDEN GGS GDZ ES DU GULDEN Z GGL GICHSESU GGGY UG UDES GOS Y im Durchschnitt zwischen 20 und 25 kg. 2, wobei besonders leichte Exemplare nur 14 kg wiegen und sehr schwere Tiere ein Körpergewicht von 37 kg erreichen können. Weibchen sind durchschnittlich 15% leichter als männliche Tiere. Ihr Gewicht beträgt normalerweise etwa 15 bis 20 Kilogramm. 2, mit Extremwerten, die bei 12 bzw. 29 Kilogramm liegen. 4, 5 weitere Merkmale des Erscheinungsbildes und Sinnesleistungen bearbeiten eurasischer Luchs, Lynx. Lynx, mit den anderen Arten der Gattung verbinden dem Luchs die Pinselohren, der breite und rundliche Kopf und der sehr kurze Schwanz. Dieser ist beim eurasischen Luchs zwischen 15 und 25 cm, 2 lang und endet in einer schwarzen Spitze. Der eurasische Luchs zeichnet sich durch einen sehr ausgeprägten Backenbart aus, den er weit abspreizen kann. Die Funktion des Backenbartes ist noch nicht restlos geklärt. Wahrscheinlich drücken die Tiere über die Stellung des Backenbartes ihre Stimmung gegenüber ihren Artgenossen aus. Möglicherweise dient der Backenbart aber auch als Reflektor von Schallquellen. 6,5 Die Haarpinsel an den Spitzen, deutlich dreieckigen Ohren sind bis zu 5 cm lang. 5 und verstärken die Fähigkeit, laut Quellen zu orten. 7 Untersuchungen haben gezeigt, dass Luchse das Rascheln einer Maus noch aus einer Entfernung von 50 Metern wahrnehmen und ein vorbeiziehendes Reh noch 500 Meter entfernt hören. 6 Die mandelförmig geschnittenen und nach vorne orientierten Augen sind goldgelb, gelbbraun oder ockerbraun. Sie sind das wichtigste Sinnesorgan des Luchses und etwa 6-mal so lichtempfindlich wie die Augen des Menschen, was dem Luchs eine Jagd während der Dämmerung und der Nacht erlaubt. 8 Der Geruchssinn spielt bei der Jagd nur eine untergeordnete Rolle. Das vollständige Gebiss eines Luchses besteht aus 28 Zähnen. Auf beiden Seiten des Ober- und Unterkiefers befinden sich 3 Schneidezähne, je ein stark ausgebildeter Eckzahn mit sogenannten Dolchrillen, 2 vordere Backenzähne oder Prämolare sowie ein Backenzahn oder Molar. Das Fell des eurasischen Luchses ist auf der Körperoberseite während des Sommers rötlich bis gelbbraun und während des Winterhalbjahres grau bis graubraun. Das Kinn, die Brust, die Bauchseite sowie die Innenseite der Läufe sind dagegen weißlich-grau bis cremeweiß.
Die Fleckung des Fells ist individuell verschieden und im Sommer grundsätzlich ausgeprägter als während des Winters. Bei einzelnen Individuen kann die Fleckung aber auch nahezu vollständig fehlen. 9. Das Fell besteht aus einer dichten Unterwolle. Die darüberliegenden Grannenhaare haben eine Länge zwischen